Hallo und guten Morgen. Ich bin gerade angekommen hier am Spargelfeld der Familie Dreier in Damme. Es ist 6 Uhr früh. Die Sonne geht hinter mir auf und ich möchte heute wissen, kann ein ungelernter Bürohengst wie ich auch den ganzen Tag Spargel stechen, so wie es tausende Saisonarbeiter jedes Jahr hier tun, dieses Jahr aber nicht tun, weil wegen der Corona-Krise keine kommen. So, was machst du denn da jetzt? Erzähl mal. Also ich grabe erst den Spargel ein bisschen aus, zwei Finger, dass ich sozusagen drumherum Platz habe. Und nehme ich sozusagen Stechmesser, setze das an, steche den Spargel, hebel den ein bisschen raus, dass ich Luft habe zum Rausziehen. Und dann perfekten Spargel. Loch zumachen und nächster. Wir machen eine zweite Generation Spargelanbau in Damme, sind seit diesem Jahr zertifiziert als Bio-Spargelbetrieb und sind hier auf unserer Fläche, wo wir den frischen Spargel ernten. Die Corona-Krise hat sich insofern ausgewirkt, dass unsere rumänischen Erntehelfer nicht kommen können, dass wir mit Leuten vor Ort uns helfen können. Gott sei Dank, viele Angebote gekriegt haben von vielen Einheimischen, die uns helfen. Der Absatz ist schwierig, die Gastronomie fällt ja weg. Und ja, das sind so die Auswirkungen, die Corona auf uns hat im Moment. Man braucht ein bisschen Training dafür. Es ist ein bisschen anstrengend, also man muss ein bisschen robust sein und dann kann man das aber lernen. Das ist nicht das Problem. Es war halt eine anstrengende Geschichte. Ein, zwei Wochen ist das schon sehr anstrengend, bis die Muskulatur aufgebaut ist. Und dann denke ich, könnte es aber jeder machen, ja. Wir haben Gott sei Dank viele Angebote gekriegt. Wir haben viele Leute, die hier in Damme leben und zurzeit keine Arbeit haben. Wir haben Schüler haben sich viele gemeldet, Studenten, die helfen wollen, die ich noch anrufen könnte, wenn ich bräuchte. Also im Moment bin ich Gott sei Dank guter Dinge, dass wir Leute genug haben und auch behalten werden. Wir verkaufen ausschließlich über einen Hofladen im Direktverkauf an Privatkunden. Ich denke 40-50% der Gastronomie unserer Kundenkram, die im Moment wegfällt. Ja. Was wir versuchen aufzufangen, dadurch, dass die Leute nicht essen gehen, dass sie hoffentlich mehr zu Hause kochen und auch hoffentlich mehr Spargel kochen. Auf den Markt kommt, beziehungsweise vom Feld runter in den Verkauf und ja, mit auf dem Feld zugange. Ne? Was machst du sonst? Ich bin ausgelernter Sport- und Gesundheitstrainer und arbeite sonst eigentlich im Fitnessstudio. Und ja. Ja, also meine Pläne waren eigentlich jetzt ab Mitte Mai auf dem AIDA-Schiff zu arbeiten. Stand doch schon alles fest, vertragstechnisch. Und für knapp 5 Monate, um dann im Oktober als Physiotherapeut neu auszubilden. Sagen, jetzt sind die ersten 5 Stunden, habe ich jetzt geschafft, es ist 11 Uhr und ja, der Rücken, der zwickt ganz schön, muss ich sagen, aber ich schaffe es jetzt tatsächlich, so einen Stängel einigermaßen unfallfrei aus der Erde zu bekommen, ohne dass mein Chef, der Christian Dreier, Bauchschmerzen kriegt, also so und ja, doch, das geht doch, oder? Habt ihr Spargel gewogen? Dem Feld zugeordnet und dem Stecher zugeordnet, damit ich Überblick habe, von welchem Feld wie viele Mengen runterkommen. Und jetzt wieder 5 Spargel gebacken. Man wird hier direkt schon gekühlt, braucht man Kühler. Kaltes Wasser. Hier ist unsere Schildstation. Hier wird der Spargel geschält.
Und anschließend an den Arbeitstischen kontrolliert, ob die Maschine sauber gearbeitet hat, ob eine Schale dran ist oder nicht. Wie man das vorher gerade macht. Kann immer mal häufiger dran sein, deswegen machen wir den Kontrollschnitt, dass der Spargel ordentlich ist. Wo sind wir hier? Hier sind wir in unserem Verkaufsbereich, wo wir den Wagen den Spargel anbieten. Wir haben auch Kartoffeln, Soßen. 14,25 Kilo netto. Ganz dicken. Ja. Ne? Wie viel soll es sein? Ja. Gute Kilo, gerne. So, 7 Stunden Arbeit auf dem Feld. Für mich ist jetzt hier Feierabend. Die anderen Kollegen sind noch länger unterwegs. Wie lange geht es heute noch? Ich denke, 18 Uhr werden wir machen, ja. Alles klar. Das ist übrigens nicht das, was ich gestochen habe. Es war doch noch ein bisschen mehr. Aber das ist sozusagen das, mein kleiner Lohn, den ich heute mit nach Hause nehme und mir, glaube ich, so gut schmecken lasse wie noch nie. Vielen Dank, Herr Dreier, dass Sie da mitgemacht haben. Gerne. Und ich hoffe, dass die Saison noch